zu diesem neuen YouTube-Video. Und zwar befinde ich mich heute hier in Konstanz in dem sogenannten Happy Fit Fitnessstudio. Und wir werden heute eine richtig, richtig geile Einheit hier wegballern. Ich habe mir hier gerade schon mal einen Booster mit Kreatin und Talk zusammengemischt. Auf jeden Fall wie immer schöne 20 Gramm plus, 1,5 Scoops auf Scoops aus Prinzip. Und ja, hier sind wir in einem mega geilen Studio. Wir werden nachher mal noch so einen kleinen Rundgang machen. Es gibt unglaublich viele krasse Geräte. Hier seht ihr schon im Hintergrund ein paar Racks. Und jetzt wird erstmal eine Einheit rausgefeuert. Ich freue mich und nehme euch natürlich wie immer mit. Herzlich willkommen zu diesem Trainings-Voiceover hier aus dem Happy Fit in Konstanz. Ihr habt es gesehen, am Anfang schon hinter mir standen extrem viele Racks, Hammer Strength Racks. Und ich muss sagen, ich bin mega, mega überrascht gewesen, was mich in diesem Fitnessstudio in Konstanz hier so angetroffen hat. Also das war wirklich sehr, sehr geil. Hier erste Übung an einer Techno Gym Chest Press. Und zwar machen wir diese hier horizontal. Das bedeutet, wir verzichten erstmal auf eine vermehrt vertikale Übung, auf eine vermehrt vertikale Drückübung, wie beispielsweise Shoulder Press oder Incline Press, sondern hier erstmal mit ein, zwei schweren Sätzen in einer horizontalen Variante, um insbesondere die gesamte Brustmuskulatur, mittlere, untere, aber auch die oberen Fasern zu trainieren. So, hier seht ihr nochmal einen etwas besseren Winkel. Also man sieht ganz schön, wie ich bei dieser Position bzw. in dieser Brustpresse agiere. Ich versuche auch hier, ähnlich wie bei der T-Bar Row, wie ich es schon in einem vorherigen Video gesagt habe, in der Bewegungsrichtung meinen Unterarm dauerhaft in der gleichen Linie nach vorne und nach hinten zu schieben. Das bedeutet, dass mein Handgelenk, mein Unterarm und mein Ellbogengelenk ungefähr auf einer Linie sind und sich auf einer Linie bewegen. So bekomme ich einfach den deutlich besten Pump und habe auch eine sehr, sehr starke Kraftübertragung bei der Übung. Als zweite Übung an den Tag gab es eine super Incline Chest Press und zwar von Hammer Strength. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich hier mit dieser Maschine besser die Front Delts oder eben die Upper Chest treffe, aber ich muss wirklich sagen, dass ich egal wo in beiden Muskelgruppen einen extrem guten Punkt bekommen habe, beziehungsweise auch ein sehr, sehr geiles Feeling bekommen habe. Und diese super Incline Chest Press, muss ich sagen, also wenn jemand hier zuhört, der eine solche Maschine zu verkaufen hat, eventuell wäre ich noch daran interessiert. Also die Maschine ist auf jeden Fall sehr, sehr klein, hat wenig Platz, dass sie mir klauen würde in meinem Home Gym und wie gesagt, ich bekomme hier einen sehr, sehr guten Pump sowohl in die obere Brustmuskulatur als auch in die Front Delts und vor allem habe ich hier auch gar keine Probleme mit meiner Schulter. Auch hier seht ihr mich wieder in einer Bewegungsebene arbeiten. Das bedeutet, ich habe die Hände in einer Linie zu meinen Ellbogen und versuche mit meinen Unterarmen immer in Druckbewegung, ja, die Unterarme in der gleichen Position zu halten, in die ich eben auch hochdrücken möchte. Und das hilft mir auf jeden Fall dabei, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Kraftübertragung zu haben. Und seitdem ich das auch so angehe, habe ich auch seit langer, langer Zeit gar keine Schulterbeschwerden mehr und auch so keine Probleme. So, hier die nächste Übung war eine Leg Press, denn wir haben an dem Tag nicht nur einen Push-Oberkörper-Training durchgezogen oder einen Push-Oberkörper-Plan, sondern einen Full-Body-Push-Plan. Und hier habe ich erstmal meinen Klienten Daniel ordentlich durchgepusht. Also ich nehme euch jetzt mal hier abseits des Voice-Overs mit auf einen Satz. Da wurde ordentlich durchgefeuert und zwar haben wir hier die Beinpresse, die Leg Press mit einem relativ weiten Stand ausgeführt und insbesondere auch sehr weit unten den Fuß abgesetzt, um so quad-dominant wie nur möglich bei der Beinpresse zu arbeiten. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mein Klient Daniel sich da sehr, sehr gut angestellt hat. Wir haben hier gearbeitet mit einer Tempo-Variante, mit einer 3-sekündigen Exzentrik, das bedeutet einer 3-sekündigen kontrollierten Negativbewegung, einer Sekunde Pause am Umkehrpunkt, eine recht konzentrische Phase bzw. eine recht explosive konzentrische Phase und dann, wie gesagt, diese Gegenbewegung wieder mit einer 3-sekündigen Negativphase ergänzt. Nochmal eine Sekunde Pause und dann wieder in die Konzentrik. Das soll mir dabei helfen, die Bewegungskontrolle auf jeden Fall bei der Übung dauerhaft zu gewährleisten und gezielt meine Quadrizepsmuskulatur ansteuern zu können. Insbesondere habe ich da auch einfach weniger
Probleme mit meinen Knien. Der ein oder andere wird es in vergangenen Voiceovers, vielleicht aber auch bei mir in der Instagram-Story schon mal mitbekommen haben. Ich habe in letzter Zeit bei den Knien öfter mal ein bisschen Probleme. Das rechte Knie, das zwickt immer mal wieder bei Maschinen und deswegen arbeite ich vermehrt mit Tempo-Varianten, bis ich letzten Endes wieder merke, okay, ich habe keine Probleme mehr, ich kann mich wieder steigern und dann gehe ich wieder auf eine normale Variante um. Und da habe ich auch sehr, sehr gute Erfolge in letzter Zeit schon mit erzielt, was die Verletzungen anbelangt. So, als nächste Übung gab es dann von Hoist eine sehr, sehr geile Butterfly-Maschine und zwar in einem neutralen Griff. Und ich muss sagen, ich war mega begeistert von dieser Maschine. Also es ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Ich habe noch nie an einer Hoist-Maschine trainiert vorher. Doch, ich glaube einmal in Amerika. Aber das war wirklich auch nur so ein bisschen Spielerei. Hier das erste Mal wirklich aktiv versucht, einen Arbeitssatz durchzuführen. Und es war mega, mega geil. Also ich muss wirklich sagen, so wenn jemand die Möglichkeit hat, solche Maschinen heranzuziehen, Hoist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und auch diese Butterfly-Maschine würde ich mir direkt ins Home Gym stellen. Die ist einfach wirklich der Hammer. Ich hatte so ein geiles Feeling in der Chest, wie ich es schon lange bei keiner Butterfly-Übung mehr hatte. Und dementsprechend wäre das auf jeden Fall auch eine Ergänzung für mich im Home Gym. Hier an dem Tag als vierte Übung, ihr habt gesehen, die ersten zwei Brustübungen würden mit zwei Sätzen ausgeführt. Genauso auch der Butterfly nochmal mit zwei Sätzen. Habe ein bisschen von meinem normalen Training abgewichen oder bin ein bisschen von meinem normalen Training abgewichen, einfach weil ich mehr Maschinen natürlich testen möchte, wenn ich jetzt auch so nach langer Zeit nochmal in einem normalen Gym trainiere. Ich war ja jetzt auch lange nur bei mir im Home Gym, in Klammern oder Anführungsstrichen nur. Aber natürlich ist das auch eine etwas andere Sache. So, dann als nächste Übung gab es eine Leg Extension und zwar von Gym AD hier mit einer recht guten Range of Motion. Ich muss sagen, ich habe schon Leg Extensions gemacht, die von der Range of Motion etwas besser waren. Ich fand das Sitzpolster etwas dick, hätte aber auch im Happy Fit noch eine andere Maschine zur Verfügung gehabt und zwar eine Hammer Strength Leg Extension im unilateralen Stil. Auch eine sehr, sehr coole Maschine, insbesondere Bandit finde ich die Maschine sehr, sehr geil, um eben die Widerstandskurve noch ein bisschen zu optimieren. Und ja, aber hier an diesem Tag habe ich mich dann doch für die Leg Extension entschieden und ich muss sagen, dass ist auch die bessere Wahl war, diese bilateral auszuführen, denn ja, ich muss sagen, die Beinpresse vorher hat mich auf jeden Fall schon extrem auseinandergenommen in der Tempo-Variante und hier bei der Leg-Extension ging auch kaum noch was an Gewicht. Ich habe natürlich versucht, die Übung so kontrolliert und gezielt wie nur möglich auszuführen, aber dennoch, ja, eine Tempo-Leg-Press ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Nummer und ihr werdet merken, dass eure Quads danach, wenn ihr wirklich mit einer relativ hohen Auslastung, sprich einer sehr, sehr hohen RPE oder niedrigen RER trainiert, dass ihr da auf alle Fälle schon sehr, sehr stark demoliert seid danach. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Jetzt unabhängig auch von einer Verletzung kann ich Tempo-Varianten, die nicht maßlos übertrieben sind, auf alle Fälle sehr empfehlen. Und ja, ich kann euch einfach nur raten, das Ganze wirklich mal in eurem Trainingsprogramming zu implementieren. Die nächste Übung an dem Tag war eine Cable-Fly-Bewegung und zwar Cable-Flies High to Low, hier ganz normal am Kabelzugturm und zwar als Ergänzung. Wir hatten jetzt eine Maschine gemacht, die ja tendenziell ein bisschen mehr horizontal war. Die Chest Press am Anfang, dann die Super Incline, die sehr, sehr stark die subklavikularen Brustmuskelfasern, also diese oberen Brustmuskelfasern trainiert hat. Dann hatten wir von Hoist die Butterfly-Maschine, die tendenziell auch schon eine verstärkte Aktivierung der unteren Brustmuskelfasern, aber auch natürlich der mittleren Brustmuskelfasern mit sich gebracht hat. Und hier haben wir nochmal explizit die unteren Brustmuskelfasern, die beim Cablefly High to Low trainiert werden sollen. Natürlich wurde auch hier mit der relativen Intensität nicht gespart und der Satz bis ans Muskelversagen bzw. sehr, sehr nah ans Muskelversagen ausgeführt. Und das würde ich auch jedem von euch raten, dass ihr bei Isolationsübungen tendenziell wirklich in einem Bereich von 1-2 Reps entfernt vom Muskelversagen oder eben bis zum Muskelversagen trainiert, um die volle Faserrekrutierung einerseits zu erreichen und zum anderen natürlich keine Gains auf der Strecke zu lassen, beziehungsweise euch da nicht das Risiko oder das Risiko nicht in Kauf nehmt, euch zu verschätzen und dementsprechend einen Satz zu früh zu beenden, was ich dann doch relativ häufig sehe bei Athleten, die noch nicht so erfahren sind und mit RPEs, RERs versuchen
zu arbeiten. Auch hier der Daniel auf jeden Fall ordentlich am Grinden. Bei ihm könnte man jetzt sagen, so dass er die Ellbogen vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Zugrichtung des Kabels führen sollte. Hier sieht man den Vergleich ganz gut, wie ich das hier handhabe. Sprich, man kann sehen, dass mein Unterarm quasi parallel verläuft zu der Kabelzugbewegung. Und so habe ich einfach auch hier wieder, genauso wie bei jeder Brustpresse, die ich bisher genannt habe, einfach eine optimalere Zugrichtung und vor allem eine deutlich bessere Kraftübertragung und vor allem auch eine Reduktion der Verletzungsgefahr, die auch bei solchen Übungen wirklich mit am Start sein kann. Also das noch abschließend als kleiner Tipp für euch an dieser Stelle. Genau, und wenn euch das Voiceover bis hierhin gefallen hat, meine Freunde, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video doch einen Daumen nach oben da lasst und vor allem auch den YouTube-Kanal abonniert und vor allem die Benachrichtigung aktiviert, sodass ihr auch kein Video mehr von mir verpasst. Das wäre auf jeden Fall super. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Trainings-Voice-Over. Und zwar gab es an dem Tag für mich noch eine Seated Hip Abduction Maschine. Das bedeutet, auch der Gluteus wurde hier nochmal trainiert, insbesondere Gluteus Medius und Gluteus Minimus, die hauptsächlich verantwortlich sind für diese Abduktionsbewegung, aber natürlich auch der Gluteus Maximus mit ein paar Faseranteilen. Beim Daniel gab es hingegen eine Seated Hip Abduction an dem Tag. Das bedeutet, die Adduktoren wurden hier explizit nochmal trainiert und zwar auch hier in einer Tempo-Variante. Das bedeutet, mit einer sehr, sehr kontrollierten, exzentrischen negativen Bewegung und einer etwas schnelleren konzentrischen Bewegung, die natürlich aber auch am Ende des Satzes zunehmend an Bewegungsgeschwindigkeit abnimmt. Dann gab es allerdings auch noch ein bisschen was an Trizeps-Stuff und zwar eine Tricep-Extension hier in einem V-Grip mit einem V-Griff an der Gym 80 oder an dem Gym 80 Kabelzug. Ist auf alle Fälle eine sehr, sehr geile Übung, eine Basic-Übung, die ich allerdings wirklich sehr zu schätzen weiß und vor allem diese Übung auch liebe. Leider bewege ich da oftmals den vollen Stack und das mit einer sehr, sehr hohen Bewegungskontrolle, weswegen ich Push-Bewegungen nach unten vermehrt eigentlich nur noch mit Seil ausführe und oder unilateral. Genau, und diese Überkopfbewegungen dann primär auch mit festen Griffen oder eben auch mit dem Seil, weil ich da einfach bilateral, also beidarmig, doch besser zurechtkomme als mit einer Push-Bewegung von oben nach unten. Genau, als letzte Übung an dem Tag und wirklich hier zum Abschluss gab es dann nochmal die Side Delts, die penetriert wurden mit dieser Gym 80 Seithebemaschine, Lateral Rise Maschine. Und zwar habe ich hier auch am Anfang probiert, mich festzuhalten. Das hat allerdings auf meine Biomechanik gar nicht gut geklappt. Dementsprechend, ohne meine Arme irgendwo zu fixieren, habe ich dann gepusht. Und am Schluss des Trainings haben wir dann nochmal einen Satz zum Auspumpen, zum Spaß mit Crossover Extensions durchgezogen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles Workout. Das ganze Training, das wir hier in dem Happy Fit in Konstanz abgedreht haben. Ich hoffe, das kleine Push-Training hat euch auf jeden Fall gefallen. Es war eine sehr, sehr harte Einheit, aber wir konnten uns hier wirklich mega, mega gut austoben und hatten auch sehr, sehr viel Spaß. Und an jeden, der hier in der Gegend wohnt, checkt unbedingt das Happy Fit aus. Also ganz ehrlich, es ist ein richtig geiles Studio. Ihr habt es gesehen. Techno Gym, Pure Strength, Hammer Gym, Gym 80, alles vertreten, sogar Hoist ist hier am Start, also mega, mega geile Geräte. Und ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung meinerseits. Ich werde auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, also abonniert den Kanal, Leute. Und drückt die Benachrichtigungen an und dann bin ich auch zufrieden und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.